Mittlerweile ist es soweit und wir starten in eine neue Ära. Es entstehen neue Businessmodelle, andere Vergütungsmodelle und neue Möglichkeiten zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Und mittlerweile ist es möglich, als Hauptschüler, der keine Ausbildung gemacht hat, mehr als einen Arzt zu verdienen und das so smart und simpel, wie es noch nie zuvor war. Aber warum ist das Ganze so und vor allem, warum bist du noch nicht auf den fahrenden Zug des leicht zu verdienenden Geldes mit aufgesprungen? Naja, du schaust dir ja gerade dieses Video hier an, was mir zeigt, dass du auf der Suche bist nach einem Businessmodell, mit dem du Geld im Internet verdienen wirst. Und ich weiß auch, dass du genau da gerade noch nicht bist. Und heute möchte ich dir meine Erfahrungen teilen aus den verschiedensten Businessmodellen, die es da draußen gibt. Alles, was ich dir hier heute erzählen werde, beruht auf meine eigenen Erfahrungen, da ich selbst seit 8 Jahren so gut wie jedes Businessmodell, welches im Internet kuriert, einmal ausprobiert habe. Übrigens, eines der Businessmodelle, die ich dir heute vorstellen werde, ist eines der einfachsten da draußen, weil du wenig Startkapital benötigst, es für Anfänger super hervorragend ist und du dich nicht nach außen hin präsentieren musst. Es gibt da draußen etliche Businessmodelle, die dir versprechen, viel Geld zu verdienen. Allerdings gibt es oft einen Haken, denn der Weg bis zum Erfolg wird nicht so wirklich dokumentiert. Und in den meisten Fällen ist es ein unfassbar schwieriger Weg, um überhaupt dahin zu kommen, wo du sein möchtest. Also schauen wir uns mal die verschiedensten Businessmodelle an. Starten wir mit Affiliate Marketing. Affiliate Marketing wird für Anfänger immer groß geredet. Der Vorteil ist, dass du dich nicht nach außen hin zeigen musst und kein eigenes Produkt verkaufen musst, sondern du verkaufst einfach Produkte von anderen. Im Durchschnitt gibt es eine Provision von 10-20%. Nehmen wir jetzt mal die 15% als Mitte. Um mit Affiliate wirklich so viel Geld zu verdienen, dass du abzüglich Steuern noch genügend zum Leben hast, solltest du mindestens 4.000 Euro im Monat an Affiliate-Provision verdienen. Im Normalfall verkaufst du digitale Infoprodukte als Affiliate. Wenn du jetzt ein Infoprodukt für durchschnittlich 200 Euro weitervermittelst, erhältst du bei 15% eine Provision von 30 Euro pro Verkauf. Um also mindestens 4.000 Euro zu verdienen, müsstest du über 130 Produkte im Monat verdienen. Und hier musst du dir jetzt die Frage stellen, wo willst du die Produkte verkaufen? Du müsstest dafür Werbung schalten. Du müsstest dafür Geld in Werbung investieren. Oder du brauchst eine große Reichweite und die wiederum müsstest du dir aufbauen. Also, um mit Affiliate Marketing Geld zu verdienen, wird es eine ewige Zeit dauern. Wenn du Glück hast, erwirtschaftest du ein paar Hobbyerträge im Monat. Schauen wir uns Infoprodukte an. Infoprodukte zu produzieren sind viel Aufwand. Es kostet viel Zeit und vor allem auch Geld. Denn die Software, die du benötigst, ist teuer und es sind laufende Kosten, die du auch erst einmal wieder reinbekommen musst. Du musst hier eine hohe Reichweite haben oder aber viel Geld in Werbung investieren, damit es sich überhaupt lohnen wird. Wir haben vor kurzem auch unser erstes Infoprodukt gelauncht, in dem wir zeigen, wie E-Commerce Dropshipping richtig funktioniert. Durch meine Reichweite auf Instagram konnte ich diesen Mini-Videokurs 100 Mal bisher verkaufen, rein organisch. Und das Feedback von diesem Mini-Videokurs ist wirklich sehr gut. Vor kurzem haben wir auch Werbung auf dieses Infoprodukt geschaltet und bezahlen mehr als 100 Euro dafür, dass sich jemand den Mini-Videokurs überhaupt kauft. Du siehst also auch hier, du benötigst Geld für Marketing, damit es sich überhaupt ansatzweise lohnen kann. Wir verkaufen den Kurs aber nicht, um damit Geld zu verdienen, sondern um den Leuten da draußen zu zeigen, wie E-Commerce Dropshipping wirklich funktioniert. Daher haben wir auch hier den günstigen Einstiegspreis gewählt. Aber mein Rat an dich, lass lieber die Finger von Infoprodukten. Schauen wir uns das eigene Coaching-Business an. Bei einem eigenen Coaching-Business ist es ähnlich wie bei einem Infoprodukt. Die Coaches, die schon seit langer Zeit am Markt sind, werden auch am Markt bleiben, mich eingeschlossen. Die Coaches, die als Neueinsteiger in den Markt kommen, werden schnell wieder von der Bildfläche verschwinden. Aber warum ist das Ganze so? Ganz einfach, die Werbekosten im Coaching-Bereich sind extrem gestiegen. Oft ist das Ziel von Coaches, über Werbeanzeigen direkt auf eine Terminseite weiterzuleiten. Ein Termin kostet allerdings im Durchschnitt über 200 Euro. Und dann musst du mit den Menschen telefonieren und denen versuchen, ein Coaching zu verkaufen von dir. Dafür brauchst du wiederum Überzeugungskraft und Verkaufstalent und das hat nicht jeder. Und dann kommt auch noch hinzu, dass nicht jeder Termin bei dir kauft, sondern im Durchschnitt jeder 20. Termin.
Bedeutet also, du gibst bei bezahlten Werbeanzeigen 4.000 Euro aus, um einen Kunden zu gewinnen, dem du was für 2.000 Euro verkaufen kannst. Also auch das Business ist für Neueinsteiger, die im Internet Geld verdienen wollen, nicht unbedingt das Richtige. Schauen wir uns Amazon FBA an. Denn anders als bei den anderen Businessmodellen geht es hier schon in eine richtige Richtung des Geldes verdienen im Internet. Der große Vorteil, du trittst nicht öffentlich auf und keiner kennt deine Person. Du verkaufst Produkte zwischen 20 und 100 Euro und hast Margen zwischen 20% und 40%. Der Nachteil? Der Amazon FBA-Markt ist regelrecht überschwemmt und es gibt einfach schon alles in doppelter und dreifacher Ausführung auf Amazon. Das Startkapital lässt ebenfalls zu wünschen übrig, denn hier bist du gefordert. Bei Amazon FBA musst du ein Startkapital von mindestens 5.000 bis 10.000 Euro zur Seite haben. Warum? Weil du bei Amazon FBA die Produkte selbst im Voraus einkaufen musst, sie nach Deutschland importieren musst und im Anschluss verkaufen musst. Und du bist gebunden an der Plattform Amazon. Hier trägst du ein hohes Risiko, denn du weißt nicht, ob sich dieses Produkt im Markt etabliert und ob es sich überhaupt verkaufen lässt. Kommen wir aber jetzt zu dem Businessmodell, welches für Anfänger mit Abstand das Beste ist. Dropshipping. Anders als wie bei Amazon FBA benötigst du kaum Startkapital und hast wenig bis keine laufenden Kosten. Du erstellst dir einen Online-Shop mit Shopify, welcher mit wenigen Klicks erstellt ist. Im Optimalfall nutzt du eine fertige Vorlage. Du verkaufst Produkte, die du über einen Händler beziehst, zum günstigen Einkaufspreis. Dein Händler versendet die Produkte dann direkt zu deinem Kunden. Der große Vorteil dabei, du musst erst dann die Produkte bezahlen, wenn du ein Produkt verkauft hast und musst nicht in Vorkasse gehen, wie bei den anderen Businessmodellen. Ebenfalls ist es so, dass du dein Produkt unabhängig von Amazon verkaufen wirst durch einen eigenen Online-Shop. Du hast die Möglichkeit, organische Reichweite und Verkäufe über TikTok als Beispiel zu generieren, was du bei Amazon nicht machen kannst. Und zusätzlich kannst du ein wenig Geld in bezahlte Werbeanzeigen stecken. Du steckst zum Beispiel 10 bis 15 Euro in bezahlte Werbeanzeigen und kannst damit ein Produkt für 50 bis 70 Euro verkaufen. Das Produkt kaufst du für 15 Euro ein, 15 Euro investierst du in Werbung und du verkaufst das Produkt für 60 Euro. Somit bleiben 30 Euro pro verkauften Produkt übrig. Das Coole, the sky is the limit. Du kannst skalieren bis in die Unendlichkeit. Du kannst entscheiden, wie viel du verdienen willst. Hier siehst du einige von meinen Kundenergebnissen. Melanie hatte im Oktober 2022 ganze 200.000 Euro Umsatz erwirtschaftet mit ihrem eigenen E-Commerce-Business, nachdem sie zu uns in das Coaching kam. Oder auch hier siehst du etliche weitere Kundenergebnisse von Menschen, die da gestartet waren, wo du vorher warst. Alles, wirklich alles ist möglich. Deswegen, wenn du das Thema Dropshipping spannend findest und auch wissen willst, wie du dir damit dein eigenes Online-Business aufbauen kannst, dann abonniere unbedingt diesen YouTube-Kanal und schreibe mir in die Kommentare, was du davon hältst.